So, mach mal hin, bitte. Oh, der Sound, Moment. Also klar, ich könnte das jetzt natürlich auch wieder vorspulen. Ich spare mir das jetzt aber mal, ne? Weil ich glaube, so lange dauert es ja auch nicht mehr. Theoretisch reicht das auch schon aus, aber ich will gerne noch eins hiervon haben. Die könnten wir vielleicht verkochen. Stimmt, als wir gerade Askwin-Ei aufgenommen haben, kamen gar keine neuen Rezepte rein, oder? Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Können wir mal gucken gehen, ob es vielleicht ein neues Rezept gibt. Könnt ihr mal bitte ein Ei legen? Dankeschön, ich gehe mal nach hier hinten. Dann seid ihr ungestört. Oh, Ascheholz. Hör damit! Stimmt, das könnte ich vielleicht so lange machen. Nee, kann ich nicht. Ich bin überladen. Ja, dann schmeiße ich hier 50 Steine hin, Alter. Laggedy lag. Ach, war das saved? Ist die Nacht schon wieder vorbei wahrscheinlich? Keine Ahnung. Ja, eigentlich auch völlig Wayne. Hauptsache, die legen dann Ei. Na komm. So, können wir ein bisschen Ascheholz noch sammeln. Warum auch nicht? Ja, so kann ich es leider nicht treffen. Ich muss echt immer drauf, ne? Oder ich nehme mir Feuerball. Ja, das macht mehr Sinn, weil dann sparen wir uns die Ausdauer fürs Laufen. So. So, das hat Schaden gemacht an unserem Knochenschild. Oh oh, ein Feind. Ja, komm. Mit Stern sogar. Na komm, bleib schön hier. Geh nicht zu meinen Askwins. Nicht zu den Askwins. Und noch ein Hit. Nein! Nein! Hörst du auf damit? Hat ihm tatsächlich Schaden gemacht. Dreist. Habt ihr ein neues Ei gelegt? Nee, ne? Nee. Gut. Ja. Dann mach mal hinne bitte. Mit Ei legen. Gut. Und ich kümmere mich hier weiter um diese Flaggen. Geschenkter Gaul und so. Ne? Ihr wisst es doch. Oh, wir sind natürlich nicht mehr gut ausgeruht, aber ich werde jetzt hier auch nicht weggehen, bis wir das Ei haben, bin ich ehrlich. So, hier kann ich nicht Feuerball benutzen, sonst geht das noch kaputt. Ah, er hat gefressen und heilt sich, sehr gut. So. Mhm. Noch irgendwo Flaggen? Nee, ne, das war's. Hier unten vielleicht, ich guck mal. Aber ich glaube, die habe ich auch schon weggerissen. Ja. Was liegt denn hier? Ach, Krausten. Ja, gut. Okay. Ja, dann gucken wir mal nach. Wie sieht's aus? Liegt da mittlerweile ein neues Item drin? Nee, ne? Ja, gut. Hm, soll ich vorspulen oder... Kein Plan. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran vielleicht. Damit ich es auch direkt sehe, wenn da was kommt. Warte mal, ihr seid doch... Ihr seid beide fröhlich, oder nicht? Gut. Weil, warum kommen dann da keine Herzchen hoch? Ja, also warum wird nicht gewürfelt, ob die sich paaren? Wahrscheinlich nicht so ganz. Müssen sie beide full life sein? Nee, oder? Ich glaube nicht. Hm. Stimmt, mir fällt gerade ein, Stein könnte ich auch hier abbauen und dann eine Platte drauf machen. Aber eigentlich auch nicht, ne? Nö, ich lasse das mal bleiben. Weil jetzt sind wir hier gleich durch. Na los, beeilt euch! Ich spule das gleich echt vor. Ja, genau, habt euch lieb! Ah, sie haben sich lieb! Hat das ein Ei hervorgebracht? Müssen sie dichter beieinander sein? Ah, sind sie jetzt so weit auseinander? Ist das so? Also habe ich das Loch doch zu groß gemacht, oder wie? Hätte ich sie lieber übereinander stapeln sollen? So, geh mal dichter dran da, bitte. So. Habt euch lieb. Ja! Es kam ein Zaubergeräusch, aber das heißt nichts, ne? Ich glaube, sie müssen dicht beieinander sein. Kein Plan. Ich bleib mal hier in der Grube. Obwohl, ich habe Angst, dass Feinde kommen. Sieht aber gut aus.
So, habt euch lieb. Heute noch. Habt euch heute noch lieb. Oh Mann, tut mir schon irgendwie leid. Wie grausam, hier in so eine Grube eingesperrt aus Stein. So kaltem Stein. Ich schieb den mal dich da dran. Lässt er sich nicht. Der hier, lässt er sich verschieben. Nö. Dann schiebe ich hier gleich raus. Hättest du wohl gern. Und los zurück hier. Ne, ich krieg den hier nicht raus. Doch, sehr gut. Dann schiebe ich den mal näher ran da. So. Und bitte lieb haben. Sag mal, wo schnüffelst du denn da? Nein! Ist, glaube ich, völlig egal, was ich mache, oder? Auch das habe ich bisher noch nicht so ganz geschnallt. Jetzt sind sie beieinander. Noch dichter beieinander geht ja nicht als aufeinander. Was war das für ein Geräusch? Gut möglich, dass es ein Dingens runtergefallen ist, ne? Ja, ich glaube, das war das Geräusch. Liebt euch jetzt! Ja, keine Ahnung. Ich gehe doch mal nach hier oben und warte einfach. Sobald ein neues Item da unten spawnt, ne? Wir sehen ja, da liegt was. Oh! Gerade genau, wo ich sag. Und was für ein Level? Stufe 2. Naja, gut, davon aber jetzt schon 3. Das reicht theoretisch aus, aber ich will gerne jetzt schon sortieren. Auch wenn es hier eigentlich unsafe ist, ne? Aber ich will es so weit auskosten, wie es geht. Und ich glaube, ich spule das doch vor. Aber ich mache das so, dass ich jetzt einfach immer wieder runtergehe. Also wenn ein Ei gelegt ist, gucke ich nach, ob es eins ist, das Stufe 3 ist. Und wenn ja, höre ich auf mit Vorspulen. Und wenn nicht, dann klettere ich hier wieder hoch. Ne? Also, bis gleich. Oh, das ging ja schnell. Das war ja nicht mal eine Minute. Moment, das muss ich mir trotzdem kurz aufschreiben. So, 30. Gut. Und dann nach oben. Und dann haben wir 2 hiervon. Vielen Dank, lieber Asquins. Vielen, vielen Dank. Dann könnt ihr jetzt hier drinnen euren Lebensabend verbringen. Viel Spaß. Seid ja immerhin nicht allein. Oh Mann. Grausam. Gut, und ich würde sagen, nicht sie weg hier. Und dann züchten wir uns ein paar mega dicke Asquins, die dann endlich bei uns in der Base rumrennen können. Ist das satisfying, oder? Sagt eigentlich der Tacho. Ach, wahrscheinlich ist gerade schon wieder morgens, ne? Stimmt. Ja, dann würde ich sagen, wir können mal den anderen Stuff schon mal runterschmeißen. Flauschi, na, bist du wieder frei? So, ich sollte, glaube ich, auch mal gleich ein kurzes Päuschen machen. Aufgrund meines Magens mal wieder. Aber erst einmal, was machen wir denn mit den Zweier-Eggs? Könnten theoretisch, also ich mache jetzt aber einfach folgendermaßen. Wir machen es mal ganz klassisch. Wir nehmen Holz, wir nehmen Stein. Das reicht dann auch schon. Die Schwade kann ich wegpacken, beziehungsweise Irrlicht heißt es ja jetzt. Und dann nehme ich lieber den hier. So. Und dann setze ich mir außerdem die Crown auf. Und dann würde ich sagen, ich guck mal, was brauchen wir denn? Ich glaube, das reicht, ne? Mehr brauchen wir nicht. Dann gehe ich mal nach unten. Hier hin. Und dann machen wir uns mal 2 Gehege. Ah ja, stimmt, das kann ich auch wegpacken. Und zwar ein Gehege hier hin. Müssen wir... Warte mal, wenn ich auf Bauen gehe, haben wir ja überall Workbenches, ne? Ja, passt schon. Das heißt, ich kann hier ein Gehege bauen. So. Und so, ich glaube, das reicht schon. 3x3. Und ich hoffe, ich habe genug Holz mitgebracht, um das nochmal zu machen. Ich glaube, ja. Du bist süß, aber unheimlich im Weg. So. So. Und
So. Dann hier lang. Oh, der ist falsch. So. Und hier. Und so. Zack. Und wir haben genau kein Holz mehr. Dann mache ich mal schwerer Bau und mache hier in die Mitte, damit die Wölfe oder so sich nicht verbrennen. Obwohl, ich mache mal zwei. Oh, dafür brauche ich auch nochmal Holz, ne? Hier ist doch... Da. Sehr gut. Hier sind Grauzwerge gestorben. Genau das meine ich doch. Da liegt dann auch immer Holz mit bei. Und hier drin doch bestimmt auch irgendwo... Boah, man sieht ja gar nichts. Loki. Loki. Gut. So viel Zeit muss sein. So, und dann nochmal hier hinten lang. Da. Sehr gut. Also klar, ich könnte es auch einfach zurück in die Base gehen. Boah. Was liegt denn da für ein Haufen? Hör damit. So. Ist nicht nur aufgeräumt, sondern wir haben auch gleich ein wenig Holz. Denn wir müssen ja... für die Viechers ebenfalls auch ein Feuer daneben machen. Denn auch die brauchen Wärme, genauso wie die Hühnereier Wärme brauchen. Und das werden wir ihnen natürlich auch gewähren. Ich mach mal so und so. Da sollten die Wölfe ja, glaube ich, nicht gegenrennen, ne? Und das gleiche nochmal hier. So und so. Oder sogar noch einen dritten? Ja, komm. Warum auch nicht? Oh, weil ich keinen Stein habe. Darum nicht. Gut. Dann, weil ich brauche ja auch noch Stein für das Lagerfeuer selbst. Verschiedenes. Hier. Oh, das braucht 5. Oh, come on. Echt jetzt. Echt jetzt. Daran scheitert's. Brechbären, ja super. Liegen hier vielleicht irgendwo Steine rum? Och nö, komm schon. 7 und wir brauchen noch 3. Ja komm, ich gehe mal hier hin. Immer noch 7. Ich gehe mal hier hoch und guck mal, was hier so rumfliegt. Da liegen auch noch Steine. 10, gut. Und Holz haben wir 19. Das sollte ausreichen, weil das Feuer braucht nur 2. Aber wir müssen sie auch noch aufladen. Ich würde sagen, wir stellen uns mal so hin. Ja, da bin ich im Weg leider überall, ne? Wenn ich hier in die Ecke gehe, geht das dann? Ja. So. Und das gleiche nochmal hier. Aber kann ich auch so machen. Hauptsache, die Wölfe verbrennen sich nicht. So. Aufgefüllt. Und 6 nur, aber ich glaube, das reicht. So. Und dann züchten wir hier, nämlich die hier. So, so und so. Und hier dann natürlich unsere Superzucht. Das heißt, hier schmeiße ich nicht nur die Aegis rein, sondern später dann auch das Kraut. Aber noch nicht, ne? Erstmal sollen die hier ausbrüten. So, sehr gut. Ja, und das braucht jetzt natürlich ein Weilchen. Und dann würde ich sagen, den restlichen Stuff bringe ich mal wieder... ins Lootloch, ne? Und wir müssen auch unser Essen wieder auffüllen. Sisi! Hierher! Du bist im Weg. So, habe ich zufällig Fleisch dabei, um dich zu healen? Nee, ne? Ja, dann tut's mir leid. Dann, musst du irgendwie so klarkommen. Und da können wir theoretisch den Breeder erweitern. Mal gucken, wie wir das machen. Hauptsache, wir züchten uns hier jetzt erstmal ein paar. Aber das braucht ein Weilchen. Und ich weiß, das war jetzt für euch natürlich nur eine kurze Aufnahme, wie ich schon meinte, weil ich jetzt sehr viel vorgespult habe. Aber für mich war das natürlich, es ist natürlich was anderes. Für mich ist jetzt natürlich ein Weilchen vergangen und deswegen würde ich tatsächlich die Aufnahme auch erst einmal wieder beenden. So, aber ich freue mich schon weiter zu zocken, weil wir dann natürlich auch die Zucht wieder angehen können. Das wird natürlich super nice. So, Morgenherz, Morgensehne. Und dann die Knochen hier rein. Dann Federn. Haben wir auch ein paar gefunden. So. Harz. Ah ja, na klar. Augen. Harz. Steine und Holz habe ich schon weggepackt, ne? Holz auch? Ja. Edelholz ist hier noch. Das kommt hier rein. Dann haben wir hier Monsterorgane hier rein. Pilze.
So. Da, Kräuters. Stimmt, die kann ich noch eben holen, die Pilze, die wir angebaut haben. Das geht ja recht fix, Trophäen. Wie viel haben wir eigentlich? 17. Mhm. Und dann hier noch einen Setzling, so. Stimmt, die Harpune brauchen wir nicht mehr. So. Ich repariere mal alles. So. Und dann können wir die Harpune wieder in die Werkzeugkiste packen, ne? Die hätten wir ja eigentlich immer in der Schiffskiste, aber ich würde sie hier mit hin tun. Ja, das macht schon am meisten Sinn. Und dann füllen wir unser Essen wieder auf. So. Ja, das ist ein bisschen viel. Ich mach mal so. Und hier den. Zack. Ah, ist noch. Gut. Dann gucken nach Med natürlich. Der sollte ja jetzt komplett durchgelaufen sein, ne? So lange, wie das jetzt gedauert hat. Beide sollten fertig sein. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, was auch immer, wird nachgefüllt. Weil wir haben, glaube ich, jetzt momentan wieder sämtlichen Med zu Genüge. Oh. Dundre habe ich die ganze Zeit hier drin gelassen. Na gut. Hm, da nehme ich mal 3 raus. So. Dann hier auch noch einen. Und hier auch einen. Dann aber 3 von allen. Passt schon. So. Und hier würde ich tatsächlich auch nochmal 2 hiervon rausnehmen. Damit wir auch davon jeweils 5 haben. Und dann hole ich mal kurz Pilze. Und Harz, ne? Stimmt. Ich gehe erstmal hier hin, um die Wurzeln zu resetten. Ne, wie ich meine. Weil die Wurzeln letztes Mal aus waren, sind die hier natürlich jetzt nicht refreshed. Der hier, da kommen jetzt die Effekte wieder. Jetzt produzieren sie erst wieder. Aber das war uns ja schon vorher bewusst. Pilze kann ich dafür mitnehmen. Habe eigentlich überlegt, eben gerade zuerst zu den Trauben zu gehen, aber machen wir es so rum. Ist eigentlich völlig Wayne. Ich hoffe, ich kriege auch alle mit, ne? Kann sein, dass unser Inventar viel zu überladen ist. Also nicht vom Gewicht her, sondern vom Space. Weil wir verdreifachen die, ja. Und ich glaube, wir hatten ein Stack und ein Drittel. Also ich glaube, es kommen ungefähr 4 Stacks raus. Ja, ich glaube, das sollte vom Platz erreichen. Mal gucken. We will see, we will see. So. Geht ja auch, Gott sei Dank, fix. Und ich glaube, wir haben jetzt auch so viele Pilze, dass die schon gar nicht mehr sozusagen in die Reihe, in die Kiste passen, ne? Ist aber ja gar nicht weiter wild, weil die werden wir ja sehr, sehr schnell doch wieder irgendwie für irgendwas verwenden. Also vor allem für unsere Nahrung natürlich. So, und wir kriegen alles mit, haben sogar noch Platz für Trauben. Und Samen, perfekt. Und Harz. 3. Für 3 Harz. Perfekt. Gut, zurück. Und zur Felderbase. Und hier müssen wir mal wieder einen Moment warten. Natürlich müssen wir das. Aber so sei es. Hauptsache, wir kriegen Trauben. Und ich habe auch überlegt, den hier tatsächlich ein bisschen zu verschieben. Die blockieren sich gegenseitig, ne? Glaube ich. Also hier spawnt was und deswegen spawnt hier nichts mehr. Oh, da oben liegt noch ein Samen, glaube ich. Komme ich da dran? Komm schon. Und die sind wohl auch scheinbar zu hoch. So. Ah, na klar, stimmt. Ich kann ja gegenjumpen und noch einen hoch. Das haben wir schon mal festgestellt. Da sind Trauben auf der Seite. So. Hier auch. Hör damit. So, obwohl ich glaube, ich pflücke einfach erstmal, damit sie immer nachspawnen. Da zum Beispiel sind jetzt keine gespawnt. Gleich bestimmt, ne? Und warum wächst das hier nicht weiter hoch? Auch das frage ich mich. Müssen wir hier noch eine pflanzen? Ich dachte eigentlich, die verbreiten sich auch nach links und rechts. Kein Plan. So, hier sind aber hier. Hör damit. Ja, 16 diesmal. 17. Mhm. Sind auf jeden Fall mehr als sonst. Ach, da hängt noch eine fest. Her damit. Weil wir normalerweise kriegen wir hier irgendwie so 6 oder so, ne? Ich würde jetzt hier nochmal 10 Sekunden warten. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auf Wiedersehen. So, perfekt. Ja, dann nochmal durchs Lootloch und den ganzen Krempel kurz einsortiert. Geht ja fix. Was haben wir denn hier? Ach ja, da ist auch die Kohle über. Hm, die Pilze, die Samen, die Beeren, Harz. Oh, ich hoffe, man hört meinen Magenknurren nicht. Es tut mir leid. Schon wieder. Ist er am Knurren. So und so und so. Ja, ich dachte tatsächlich, die Reihe wäre voll, aber dann halt nicht. Samen.
Beeren. So, sehr gut. Und dann bringen wir noch die Kohle nach unten, wa? What I say. Und wie ist es mit Stoffen eigentlich? Ja, das ist mehr als genug. Barren. Eisen haben wir auch wieder vorbereitet. Ja. Also, tatsächlich müssen wir nichts mehr. Ne? Wir haben keinen Bedarf. Und eigentlich scheint das alles gut zu sein. Warte mal, ich gehe mal kurz zur True-Farm-Liste. Und Mehl und Trauben. Geier-Eggs. Blaue Pilze, Rauchwölkchen. Das haben wir eigentlich alles kompensiert. Ich mach mal Geier-Eggs nach oben, weil die sind... Obwohl, warte mal. Geier-Eggs kopiere ich mal. Und ersetze das mit blaue Pilze. Weil Rauchwölkchen brauchen wir ja doch immer noch hin und wieder mal. Dann hier Leerzeichen. Und Leerzeichen. So, perfekt. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ich so in mein Inventar gucke, ist alles aufgeräumt, würde ich sagen, dann beenden wir die Aufnahme, wa? Wir haben endlich 2 Sterne, Asquins. Ja, geil. Dann haben wir hier nur die Creme de la Creme der Viechers. Und da will ich natürlich, so wie wir die Wölfe haben, will ich das eigentlich auch eher mit den Asquins machen, weil die sind ja noch stärker als Wölfe, glaube ich. Also sollten sie ja sein. Und dann mache ich mir davon ja lieber eine Armee, oder? Und wir können dann auch noch einen Sattel herstellen und dann mal auf den reiten. Aber das machen wir alles später. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Ich würde mich über ein Abo freuen und ein Like und einen Kommentar. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.